Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, nachdem wir in der letzten Folge doch ein bisschen verpeilt hier in der Gegend rumgelaufen sind, hoffe ich, dass sich das jetzt verbessern wird. Diese Animationen sind ja schon irgendwie ganz süß, was sie zwischendurch machen, wenn sie warten. Wir haben dieses Rätsel hier gefunden. Uns fehlen noch 4 von diesen Perlen. Die werden wir, denke ich mal, relativ leicht... Oh, das können wir mitnehmen. Relativ leicht auch finden. Die Frage ist, ob wir sie auch so relativ leicht bekommen. Also 2, vermute ich mal, sind da. Einmal da hinten, das, wo das so blau leuchtet. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch eine drin ist. Ich hoffe es zumindest, weil ich mir jetzt vorgenommen habe, diesen dämlichen, legendären Hahn platt zu machen. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt, ehrlich gesagt. Ich denke, dass da hinten die anderen Hähne mich auch noch angreifen werden. Und ja, ich bin mal gespannt, was das ergibt hier. Ich weiß nicht mehr genau. Nein. Elf. Ich wollte eigentlich... Nein, jetzt habe ich den Trank getrunken. Jetzt bin ich unsichtbar. Doch, ich hatte da irgendetwas, hatte ich da. Wusstest du, dass dieser Hahn einst der große Elektrion war? Helios nervtötender Vogel, der immer krächzt, wenn die Sonne aufgeht. Stimmt mich, wenn ich unsichtbar Ganz bin? Genau ich der. Ich habe keine Ausdauer mehr. Haut auf, Phoenix! Dieser dumme Vogel ist das Letzte, was ich nach einer durchzechten Nacht mit Dionysos hören will. Okay, also die Kleinen scheinen nicht ganz so schlimm zu sein. Oh, hallo. Hallo, bleibst du mal stehen? Blödes Federvieh, bleib stehen. Oh, wie willst du den denn besiegen, wenn er immer hin und her läuft? Hallo. Ja, ist ja gut. Weg da. Ja, so ist gut. Lass dich stunnen oder was auch immer. Oh, perfekt. Vor dem habe ich jetzt so eine Angst gehabt. Okay. Oh Gott, okay. Phosphor mit dem Steinblick. Aber wie kriege ich das Ding jetzt auf? Das ist jetzt noch die andere Sache. Moment. Da müsste es doch hier wieder irgendwas geben, was wir machen können. Oder auch nicht. Da ist auch noch eine Kugel. Das ist auch zu... Ich glaube, da unten ist dann ein Rätsel dafür. Okay. Habe ich schon gesagt, dass ich die Rätsel hasse? Oh, Mann. Gut, den muss ich anscheinend irgendwie hier... Kann ich den gar nicht anvisieren? Hallo. Ach, da hinten. Moment, Moment. Ich habe was gesehen. Ja, so geht's auch. Aber, ups, aber keine Ahnung, was ich jetzt damit machen muss. Ob ich das jetzt anzünden soll oder irgendein Federviech damit füttern soll oder sowas. Eigentlich brauche ich die nämlich nicht. Beziehungsweise nirgends. Muss ich mich da vielleicht irgendwie draufstellen oder so? Auch nicht. Also das ist jetzt kein Druckpunkt oder sowas. Gucken wir mal hier oben. Ah, ja, bleib doch einfach mal da oben. Sehe ich jetzt aber so auf Anhieb auch nichts, wo wir den mitnehmen sollten oder gebrauchen könnten. Das ist natürlich geil. Ja.
Also, wir können den mit nach oben nehmen. Okay. Ja, was man nicht im Kopf hat, ne? Okay, gut. Dann nehmen wir das Ding mit. Können wir damit eigentlich... Doch, können wir auch ein bisschen schneller laufen. Ist zwar nicht ganz so schnell wie normal. Und wir verlieren natürlich noch die Ausdauer zusätzlich. Aua. Aber es geht. So. Zack. Opfergabe. Gib mir das Opfer. So, die Frage ist jetzt, wo war jetzt das Ding? Ich glaube, auf der Seite, ne? Da hinten ist es so am Leuchten. Kann ich da rübergehen? Da ist ein Wasserfall. Aber ich konnte hier, glaube ich, gehen, oder? Moment, hier sind auch Steine. Okay, gut. Dann brauchen wir die hier vorne. So. Fehlen uns noch drei. Ja, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das Ding hier geöffnet? Also es war offensichtlich nicht, indem wir den Hahn kaputt machen. Ist hier irgendwas? Sind wir eigentlich hergekommen, ne? Da ist auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, das könnte es sein. Irgendwie rein oder so? Nee. Überall stehen diese komischen Statuen mit den Dingern hier auf dem Kopf, aber... Gehört das auch noch dazu? Ich glaube nicht, oder? Glauben die Olympier? Oh, Scheiße. Eine jämmerliche Armee von Halbgöttern hält mich auf? Die Frage ist, muss man denen jetzt helfen? Ich meine, ich kann denen mal helfen, um zu gucken, was dann passiert, aber... Du hast dir doch nicht ins Gesicht gestochen! Eindruck! Deine Charakterwerte sind toll! Dankeschön. Hängt der noch ein bisschen ab? Bei Hades, ich würde für Typhon kämpfen, wenn er den Unterhalt der Kinder zahlt. Okay, also dafür hat es sich jetzt schon ein bisschen gelohnt, aber es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier nachher irgendwie die Kugel runterbringen müssen oder so. Das könnte natürlich auch sein. Wenn das hier schief geht, rennen wir schnell wie der Wind. Das wäre allerdings blöd. Also nicht, dass sie schnell wie der Wind rennen, sondern wenn wir die Kugel jetzt hier runterbringen müssten. Ich befürchte allerdings, dass es darauf hinausläuft. Ich denke nämlich nicht, dass es reicht, wenn wir die da hinten hin tun. Aber ich bin mir nicht sicher. Also den Apfel meine ich jetzt. Tja... Also unten war die Opfergabe. Die haben wir nach da oben gebracht. Es kann natürlich sein, dass wir das Rätsel lösen müssen. Nee, es kann nicht sein, weil dafür brauchen wir ja diese Perle. Ach, die müssen wir... Ach, Moment, die müssen wir anzünden, ne? Ist denn hier irgendwo Feuer? Ich sehe hier gerade, doch, da hinten ist Feuer. Und da noch was nehmen. Okay, jetzt weiß ich nur gerade gar nicht mehr, wie man überhaupt den Pfeil lenkt. Einmal da durchschießen und dann... Pollenpfeil... RB halten, das war's. Okay. Boah.
Ich kann gar nicht mehr steuern. So, einmal. Der andere war jetzt auf der anderen Seite. Das war ein bisschen doof. Nein! Ach, Leute, ernsthaft? Och komm, jetzt habe ich so gut gezielt. Ach, sowas nervt mich dann schon wieder. Zumal man kann das jetzt auch nicht so wirklich von außen... Dass man wenigstens... Nee. Okay, das ist zu groß. Vom Umkreis her. Ja. Nein! Och, willst du mich verarschen? Wo guckt die denn jetzt hin? Soll da hingucken, wo sie eben hingeguckt hat. Okay, also wir müssen es auf jeden Fall von dieser Seite aus versuchen. Kostet es, was es wolle. Tut mir leid, kann sich nur noch um 200 Versuche jetzt handeln. Es war so klar, dass ich jetzt darüber schießen werde. Obwohl, kann ich das nicht... Es bringt wahrscheinlich nicht viel, ne, wenn ich das von hier aus mache. Kann man ja... Ach, da hinten ist auch nochmal Feuer, sehe ich gerade. Oh. Jetzt habe ich mich ablenken lassen von dem Feuer. Ich versuche es mal von dem Feuer da hinten aus. Ich bin irgendwie zu doof, den Pfeil da drüber zu kriegen. Eieiei. Ich meine, der erste, der ging ja noch einigermaßen, aber... Nein, lauf weiter. So. Weiß ich gerade gar nicht, da sind die. Ach, das wäre auch viel einfacher gewesen für den ersten, sehe ich gerade. Ja, toll. Okay, bevor man eine Stunde rummacht, einfach mal gucken, ob nicht noch woanders Feuer ist. Gut, sehr schön. Dann fehlen uns, glaube ich, noch zwei, ne? Der... Zweite hier. Ja. Der. Jetzt ist die große Frage, wo sind die anderen beiden jetzt gewesen? Ich hatte sie gesehen. Ich weiß es nur gerade nicht mehr. Da ist nichts. Kann das sein, dass es auf der anderen Seite war? Ich habe jetzt schon wieder... Moment, hier oben ist noch eine. Okay, ich schätze, da war doch kein Gift drin oder sowas. Ah, doch! Also, war kein Gift drin, aber ich kann die Perle nehmen. Ja, cool. Das war jetzt fast so gedacht, ja. Naja, gedacht eigentlich nicht. Ich hatte es nur so unbewusst wahrscheinlich gehofft. Ich bin aber umso froher, muss ich sagen, dass es letztendlich dann doch geklappt hat, obwohl es so eigentlich gar nicht so wirklich vermutet war. Können wir das abkürzen? Wo müssen wir denn hin? Hier hin. Zack. Aua. Nein, nicht ins Feuer. Ich kenne das noch vom anderen. Also vom Assassin's Creed. Für mich ist es ähnlich wie ein Assassin's Creed hier. So. Ja. Wenn ich jetzt doch wüsste, wo zur Hölle die andere Kugel gewesen ist. Normalerweise müsste ich das doch sehen, wenn ich nah genug dran bin. So, da kann man jetzt nicht weiter. Okay. Oh, guten Tag. Habe ich den einen erledigt? Ja. Ich
Okay. Ich bin jetzt wohl aus dem Questgebiet raus, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin jetzt unten. Muss ich doch mal gucken hier. Also. Finde den Apfel der Zwietracht, das ist klar. Also ich scheine hier jetzt wirklich ein komplett anderes Gebiet irgendwie zu machen. Das würde aber heißen, links von mir müsste es weitergehen damit, oder? Gehört doch alles hier zu Aphrodites Palast, oder nicht? Das ist jetzt wieder... Ja, das ist wieder der Bereich, wo ich eben war hier, ne? Mit dem Wasser und so weiter. Aber das kann doch nicht so weit weg sein. Wenn ich da eine Perle besorgen muss, oder? War ich da jetzt ganz oben? Oh Gott, ich habe gerade voll die Orientierung verloren, ganz ehrlich. Also. Weil es ist hier alles so, so riesengroß und alles rosa. Da oben war ich doch... War ich da jetzt am Anfang oder war ich da noch gar nicht? Ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt gerade nicht. Kann man das nehmen? Nee. Weil was mich so irritiert ist, dass unser Zielgebiet jetzt wieder weiter weg ist. So, da müsste man... Genau, da war ich ja am Anfang, ne? Da bin ich da hoch... Und dann bin ich ja quasi da hinten Richtung Zielgebiet sozusagen geflogen. Den Apfel habe ich von da oben, ne? Was ist denn da oben rechts? Ist das eventuell noch was? Weil da sind auch nochmal Gegner. Da müsste ich nur erstmal hochkommen. So, gucken wir mal. Sieht mir so ein bisschen aus wie der Turm von Rapunzel. Jetzt sind die natürlich hier an der Stelle. Lass mich da oben. Ah, wenigstens etwas. Ach, das ist hier wieder. Wieso sind die denn jetzt wieder gekommen? Ja, das waren nur zwei, oder? Aber ich bin nicht nach ganz... oben da geklettert, oder? Ich meine das, oder? Ich meine nämlich, das habe ich nicht gemacht. Ich weiß nicht, wofür wir die jetzt hier brauchen. Ach so, das was mit leicht. Okay, das ist wahrscheinlich doch, damit man da hochkommt, auch wenn man noch nicht klettern kann oder so. Ich weiß es nicht. Stellen das mal hier drauf. Vielleicht ist das ja das letzte Rätsel. Dann ist das aktiviert. Was macht die denn jetzt? Du sollst in die Richtung, wo ich gucke, hingehen. Okay, was ist das? Ah, Moment, da müssen wir schießen.
Es waren übrigens 8 Pfeile. Nachdem Eros Pfeil sie getroffen hatte, war sie völlig machtlos und musste ihren Mann Menelaos von Sparta für Paris verlassen. Okay, es war jetzt nicht das Rätsel, was wir eigentlich lösen wollten, aber ja, wir haben jetzt ein anderes Rätsel gelöst. Auch nicht schlecht. Gut. Das war das Schieberätsel, das da hinten. Da haben wir ja sonst nichts, wenn wir da hochkommen. Ja, von der Richtung sind wir eigentlich gekommen. Tja. Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, wo die andere Kugel jetzt war. Das war hier am Anfang. Die haben wir drauf gemacht. Sind das jetzt böse hier oder was? Ernsthaft, wo kommt ihr denn jetzt auf einmal wieder her? Okay, der will noch nicht. Komm. So, das hat man doch alles gesäubert hier, Jungs. Wo kommt ihr denn wieder her? Hier war eigentlich der Apfel. Und ich denke mal, dass der Apfel, ich hoffe, dass der Apfel dann durchgeht, wenn wir den Rest geschafft haben. Das Problem bei der Sache ist halt nur, ich weiß nicht, wo wir den Rest schaffen sollen. Ich meine, ich hätte alle Kugeln gesehen, aber entweder bin ich wirklich so doof und sehe es jetzt nicht. Da hinten ist das Sternrätsel. Was ist denn da oben? Da oben kann man nur durchlaufen, ne? Irgendwie, ich stehe entweder total auf dem Schlauch, was bei mir schon mal öfter passieren kann, wie ihr wisst. Oder ich weiß es jetzt wirklich überhaupt nicht. Ich meine, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Perle. Ah, Moment, dahin ist was mit Perle. 92. Ja. 50 Meter. Hier unten. Okay. Was soll man da machen? Ja. Jetzt bin ich immer noch genauso schlau wie vorher auch. Moment, das ist ein Eingang hier, oder? Ah, das sah nämlich so komisch verhangen aus. Okay, Moment. Zack. Ist das dann schon offen? Oh, das ging ja schnell. Ja, geil. Perfekt, dann können wir auf jeden Fall gucken, ob das jetzt irgendeinen Einfluss hat. Kommen wir da eventuell wieder hoch? Nee, ne? Die Frage ist, kommen wir jetzt hier hoch? Ach so, ich kann Doppelsprung machen. Perfekt. Bei meinem Glück hat das wahrscheinlich keinen Einfluss und wir müssen trotzdem irgendwie noch gucken, dass wir das aufkriegen. Ja, es ist wieder nur so ein Kronos-Rätsel, oder wie das heißt, ne? Chaos-Münzen. Charons-Münzen oder so. Scheiße. Meine Erfindung klappte. Hier spricht Daedalus. König Kokalos, mein Gönner. Du bist mir. Höre zu. Ich bete, während ich meine Geschichte erzähle. Diese Rätsel führen dich zu meiner Werkstatt. Auf dem Weg dorthin wirst du hoffentlich alles verstehen. Ich hatte keine Wahl, mein König. Okay. So. Wo ist unser Apfel? Ich glaube, der war irgendwie, wenn wir hier links hochlaufen, oder? Angriff! Reinig diese Welt von göttlichen Makeln!
Kann man sich vor dem verstecken? Oder war das für unten gedacht? Moment, ich guck mal eben. Ja, wahrscheinlich wird es erst aktiviert, wenn ich wieder rauskomme, oder? Bin ich gerade wieder total verwirrt. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wo ich bin. Habe ich nicht hier die Kugel runtergeschoben? Bin ich da jetzt von der anderen Seite dran oder nicht? Nee, hier müsste ich sie noch runterschieben. Oder? Eieiei, ist das heute wieder alles kompliziert. Kommt man denn jetzt hier aus? Nee, doch. Meine ich doch. Da haben wir die doch geholt. Da müssen wir nach unten. Oh, Leute. Guten Morgen. So. Was war das? Aber der eine Hahn ist jetzt nicht wieder da, oder? Ja, ja, ich weiß, dass ich genug habe. Da werden wir auch auf jeden Fall noch hingehen. Das Problem ist nur... Ach, ich bin so... Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein... Ich wusste, es ist irgendwas Leichtes. Der Apfel der Zwietracht. Der hat uns in Hades Küche gebracht. Drei Göttinnen im Kampf darum, die Schönste zu sein. Ah, aber unsere Heldin wusste, dass der Apfel für Aphrodite mehr bedeutete als pure Selbstvernarrtheit. Deswegen musste sie ihn gewinnen. Ach ja? Was dachte Phönix denn, wofür er steht? Freiheit. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gucken, ob ich hier irgendwie Feuer entzünden kann oder so. Aber so geht's natürlich auch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Palast der Aphrodite. Moment, da müssen wir jetzt wieder zurück und müssen den abgeben. Das nimmt bestimmt ein gutes Ende. Ja. Wollen wir mal hoffen. Okay, dann werde ich mich noch eben schnell zum Palast begeben. Werde das Ganze natürlich rausschneiden, meinen Weg dorthin. Und ja, wir sehen uns dann gleich dort wieder und können hoffentlich diese Quest dann damit abschließen. Bis gleich. Die Götter haben versagt. Doch ich bin die Perfektion. Wo war das jetzt? Wie im Kämpfen nicht verfügbar. Was für ein Kämpfen? Hilfe! Boah, wo kommt ihr denn her? Tolles Ausweichen, Mädel. Das üben wir dann nochmal, ne? Boah.
Kann ich jetzt endlich mal die Sachen abgeben, bitte? Oh! Aphrodite, ich habe etwas für dich. Ich habe genug von deinen Geschenken. Was ich meine ist, ich will nur geben, nicht nehmen. Aber es ist noch ein Apfel für deine Sammlung. Er ist so schön. Ich will ihn. Wusstest du, dass es nicht zum Trojanischen Krieg gekommen wäre, hätten Peleus und Thetis Eris zur Hochzeit eingeladen? Ich dachte, das hatte was mit Troja und den Griechen zu tun. Ihr Blick sagt alles. Wie konnte ich eins und eins nicht zusammenzählen? Die besten Feste sind die, zu denen die Göttin der Zwietracht ungebeten auftaucht. Das weiß doch jeder. Kabelei! Dass Hera Athene an den Haaren zieht wegen eines Apfels, die eigene Tochter. Ach ja, der Schönheitswettbewerb. Welcher Trottel hat den Prahlhans Paris zum Richter gemacht? Guck in den Spiegel. Ja, ich hatte ziemlich viel getrunken. Das war nicht Paris' Schuld. Hera bot ihm ganz Asien und großen Reichtum. Athena bot ihm großen Ruhm und Kampfesehre. Aber wer, sterblich oder nicht, könnte Aphrodites Gebot der wahren Liebe ausschlagen? Ja klar, Paris wollte ja unbedingt Helene aus Sparta heiraten. Also hat er am Ende seinen Auftrag erfüllt und die schönste Frau auserkoren. Und dann, naja, kam es zum Trojanischen Krieg. Ich wollte den Apfel unbedingt haben. Ich wollte so sehr gewinnen, dass ich einen Krieg verursacht habe, um es Zeus zu zeigen. Alles danach war meine Schuld. Du hast dich nur deiner Natur entsprechend verhalten, Aphrodite. Und deswegen bin ich ohne meine Essenz besser dran. Meine Natur hat nur Leid gebracht. Genau da liegst du falsch, Aphrodite. Du kannst die eine Seite der Medaille nicht ohne die andere haben. Deine Leidenschaft. Deine Unberechenbarkeit und, ja, deine Eifersucht, deine Eitelkeit haben Leid verursacht. Aber weißt du was noch? Was? Durch sie sind auch einige der größten Abenteuer entstanden. Epische Geschichten, die berühmtesten aller Zeiten. Ich bin Erzählerin, ich muss es wissen. Klar, wir wären alle sicherer, wenn wir immer zu Hause blieben. Aber alles ist schöner, wenn es bunt ist. Die Leidenschaft ist das Leiden wert. Dieses Gewölbe birgt meine pure Eifersucht und dunkelsten Seiten. Wenn ich dich hineinlasse, werden mich alle verurteilen. Ich kenne es schon. Aphrodite, zügle dich. Aphrodite, du bist zu anstrengend. Aphrodite, du machst nur Ärger. Aphrodite, du bist zu viel. Dafür sollte man sich entschuldigen. Welcher Idiot sagt denn sowas? So habe ich das nie gemeint. Bist du sicher? Du musst nicht um meine oder irgendeine Liebe wetteifern. Du bist genug. Und ich meine, so schön wie du bist, wenn du auch noch eine makellose Persönlichkeit hättest, wärst du schon unerträglich perfekt. Na gut. Ich bewege meine Wurzel. Bitte, nimm diesen Segen entgegen, ehe du hineingehst. Oh, Aphrodites Kuss. Du findest mich in der Halle der Götter. Lasst mich, haut alle ab! Es reicht! Habt ihr nichts Besseres zu tun? Zum Beispiel arbeiten gehen? Wusste nicht, dass Hermes und Aphrodite sich so nahe sind. Sie haben ein gemeinsames Kind. Nicht wahr? Junge oder Mädchen? Nein. Ah, verstehe. Ein nicht-binäres Kind. Sieh mal an. Prometheus, ich sammle auch Abfuhr. Ich gehe mit der Zeit. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Dankeschön. Ich würde nämlich sagen, dass wir, das Gewölbe weiß ich jetzt nicht, das ist relativ in der Nähe, doch, dass wir jetzt erstmal einen kleinen Cut machen, weil mich das alles hier ein bisschen aufregt mit diesen Schatten und was weiß ich. Achso, das ist gerade zu Ende. Okay, perfekt. Okay,
dann sollte es jetzt gleich ein bisschen ruhiger werden bei der Abmoderation. Also, ich wollte eigentlich sagen, dass wir hier jetzt einen kleinen Cut machen mit dieser süßen Animation und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn ich in Aphrodites Gewölbe eindringen werde. Das hörte sich jetzt irgendwie etwas seltsam an. Bis zur nächsten Folge. Ciao!